aufbauen auf dem, was wir letztes Mal gemacht haben und hoffentlich kommen wir ein paar Schritte weiter. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über die Prioritätenordnung von Beziehungen, die wir haben. Und dass es tatsächlich so ist, dass im Judentum die Beziehung von den Familienmitgliedern zueinander und insbesondere die Beziehung von Mann und Frau gegenseitig zueinander die ausschlaggebende Beziehung ist, die für die nächste Welt und für alles, was in der nächsten Welt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Wir haben gesagt, dass nachdem der Tempel oder die Tempel zerstört wurden, dass die Heiligkeit auf die jüdischen Häuser reingekommen ist, dass diese Heiligkeit in der Beziehung speziell zwischen Mann und Frau passiert und dass das die Beziehung ist, die einfach so vieles im Leben bestimmt. Wir werden noch extra einen Unterricht haben über das Familienleben, das Intimleben, aber jetzt erstmal auf dem Level, auf dem wir sprechen, wir sagen, dass Kleinigkeiten in der Beziehung zwischen Mann und Frau ist das, was diese Beziehung wirklich stark macht. Ja, wir haben gesagt, dass allgemeine Aussagen wie ich liebe dich sind eigentlich nicht wichtig. Wichtig sind Kleinigkeiten. Und eine der zwei Hausaufgaben war, sich zu überlegen, wo gibt es eine Kleinigkeit, wo gibt es etwas Spezielles, was mein Partner gut findet, was meinem Partner wichtig ist, was zum Beispiel aus meinem Wertesystem aus nicht bedeutungsvoll ist, aber wo kann ich ihm etwas geben, was für ihn wichtig ist, was ihm jetzt sehr, sehr vieles bedeutet. Dann sind wir zu der Definition des Glücks rübergegangen und haben Glück differenziert von Komfort, von etwas, was sich einfach gut anfühlt, von etwas, was einfach gut aussieht. Okay, wir haben gesagt, dass das Glück ist ein tiefes Gefühl und es ist eine Charaktereigenschaft und nicht eine Antwort auf die äußerlichen Umstände. Ja, wir haben gesagt, dass das Glück ist meine Charaktereigenschaft und meine Fähigkeit, mich und meinen Erfolg im Leben distanziert von den Umständen zu sehen. Das heißt, jedes Mal, dass ich in der Lage bin, meinen freien Willen zu aktivieren und eine übermenschliche Reaktion zu zeigen, das ist Glück. Das Glück, dass ich meinen Zielen im Leben wirklich weiterkomme. Und dann haben wir eine weitere Hausaufgabe gegeben, die eigene Ehe zu malen. Okay, erinnern Sie sich? Zwei Bilder. Das eine Bild ist der Jetzt-Zustand, so wie das jetzt ist. Und das zweite Bild wäre, wie ich das eigentlich gerne hätte. Okay, diese Bilder behalten Sie natürlich für sich selbst. Mir war am wichtigsten dabei, dass sie sich selbst so ein bisschen dabei beobachten. Ja? Dass sie so ein bisschen schauen, wie viel Widerstand war dort zu malen, wie das jetzt ist. Wirklich, weil man möchte eigentlich, dass alles schön ist und alles gut ist. War dort etwas, was ich eigentlich mir selbst nicht wirklich zugeben möchte? Okay, und was stelle ich mir vor, wie sieht wirklich meine Beziehung aus, wenn sie wirklich perfekt ist? Okay, wichtig ist, sich vorzustellen, dass Perfektion eigentlich einfach etwas Ausgedachtes ist. Sogar, ich habe das neulich gelesen, ich fand das faszinierend, dass es gibt einen extra Beruf von Leuten, die ausrechnen die Routen von Flugzeugen im Himmel. Ja, es gibt bestimmte so Straßen, ja, und dort wird es meistens so 2-3 Jahre im Voraus berechnet, welches Flugzeug wohin fliegt. Das heißt, es sind sehr, sehr große Teams von Leuten, die sich das alles ausrechnen, mit anderen Teams abgleichen und so weiter. Jetzt faszinierend ist, dass ein Flugzeug ist 80% der Zeit nicht auf seiner Route. Okay, können Sie sich das vorstellen? Es wird von Maschinen betrieben, es wird von hochintelligenten Menschen alles berechnet und trotzdem 80% der Zeit schafft dieses Flugzeug es nicht, auf seiner Route drauf zu bleiben. Okay, und so ungefähr müssen wir uns unser Leben vorstellen. Das heißt, wir schießen auf ein bestimmtes Ziel hinaus und hoffentlich kommen wir in diesem Ziel auch an. Aber es ist okay, nicht 100% auf der Route zu bleiben, auf der ich bleiben möchte. Solange ich in die richtige Richtung gehe, ist das absolut in Ordnung. Okay, jetzt das Thema, was ich heute gerne ein bisschen anreißen möchte, ist ein Thema, was der zweite und der nächste Schritt ist, im Verständnis ein bisschen und Veränderung in dem Bereich des Ehelebens. Und das ist das Folgende. Ich fange mal mit einer Geschichte an. Ungefähr vor 20 Jahren, als ich angefangen habe zu unterrichten, ich hatte einen sehr guten Freund. Und wir haben uns unterhalten über unterschiedliche Sachen und er meinte zu mir, weißt du was, ich weiß, wie man zu 100% wissen kann, dass der Partner,
der richtige Partner ist. Es gibt so einen Begriff auf Jiddisch, heißt beschert. Ja, jemand, seine Hälfte der Seele und meine Hälfte der Seele, wir sind ein Ganzes, wie Adam und Chava, und das ist alles super. Und ich sage ihm, wirklich? Man kann es wissen. Er sagt, ich weiß es 100%. Es gibt eine Möglichkeit, das 100% zu wissen. Und ich sage, wirklich? 100%? Also, ich, hör mal so. Es ist ganz einfach. Wenn du mit dieser Person unter der Chuppa stehst, dann ist es 100% der Richtige. Okay, das ist so ein bisschen eine Antwort, die man ja mit ein bisschen Pfeffer nehmen soll, aber es ist sehr, sehr, sehr vieles dabei. Das ist jetzt kein Unterricht über Dating, aber es ist wichtig, sich vorzustellen. Es ist eigentlich in der Beziehung im Großen und Ganzen zwei Abschnitte gibt. Es gibt einen Abschnitt, das ist das Dating, bevor die Entscheidung getroffen wurde, und das ist der Abschnitt danach. Im ersten Abschnitt tue ich mein Bestes, um die tollste Person auf der Welt auszuwählen. Die beste nach allen Parametern, die mir wichtig sind. Im zweiten Abschnitt bin ich mir sicher, dass das die richtige Person ist. Ja, es gibt so einen schönen Ausdruck, dass die Ehe, es geht bei der Ehe nicht darum, den richtigen Partner zu finden, es geht darum, der richtige Partner zu sein. Und da ist sehr, sehr vieles dran. Ich werde das nur einmal sagen, es gilt absolut nicht für irgendwelche Beziehungen, wo Gewalt ist, wo Abuse ist und so weiter. Es geht um gesunde Beziehungen, wo es einfach nur irgendwelche Reibungen gibt. Aber diese Idee ist absolut wichtig, dass nachdem ich mit jemandem unter der Chuppa war und ich gehe dort raus und das ist jetzt mein Ehepartner, das war's. Das ist der richtige Ehepartner. Das heißt, jegliches soll, ja, aber vielleicht hätte ich doch, da war doch der Moishe da, hätte ich doch mich für Yitzhak entschieden. Das ist alles passé. Das ist alles vorbei. In diesem Moment, ja, und das ist der Konzept von Kedusha, der Bräutigam sagt, der Braut und der Chuppa, Harei ad mekodeshes li. Du wärst kadosh für mich. Du wärst heilig für mich. Okay, was heißt heilig? Okay, sie wird jetzt plötzlich was Heiligenschein bekommen. Was heißt sie wird jetzt heilig? Dieses Konzept von Heiligkeit bedeutet abgetrennt. Sie spielt jetzt in einer anderen Liga als alle anderen Frauen. Okay? Sie wird jetzt mit keiner anderen verglichen, weil keine andere spielt mehr in dieser Liga. Und genauso er. Das war's. Man kann ihn mit keinem mehr vergleichen. Er ist komplett abgetrennt von allen anderen. Es ist schön, dass eine von den Segenssprüchen, die man unter der Chuppa sagt, ist, dass man wünscht dem Paar, dass die sich so sehr genießen wie Adam und Chava im Gan Eden. Ja, und es wird gefragt, wie Adam und Chava, aber wir können noch nie mal richtig verstehen, wer Adam und Chava waren. Die hat noch nicht mal Körper. Aber was ist dieser Aspekt vom Genuss, was Adam und Chava hatten? Er hat überhaupt keinen Vergleich. Er könnte nicht sagen, Chava, aber vielleicht hätte ich mich für Sarah entscheiden sollen oder für Mascha oder für Katja. Nein, es gab keine Mascha und Katja. Es gab Chava und das war's. Es gab niemand anderen. Und das ist eine Denkweise, die es sich lohnt, sich anzueignen, dass sobald, und wir Menschen, wir denken sehr in Kategorien des Vergleichs. Wir vergleichen gerne. Okay? Es ist wichtig zu verstehen, dass das ist eine Beziehung, die ist kadosch. Die ist abgetrennt, komplett von meinem üblichen Denken des Vergleichens. Ich vergleiche diese Person nicht mit anderen Personen. Das war's. Okay? Das ist mein Ehepartner und er ist kadosch. Er spielt in einer komplett anderen Liga von allen anderen. Was ich machen kann, wenn mir Lust danach ist, ich kann ihn vergleichen, wie er gestern war. Okay? Und ich kann sagen, wow, schau mal, wir sind jetzt weitergekommen oder nicht weitergekommen. Aber andere Menschen sind weg. Das weiß ich. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor jetzt 16 Jahren geheiratet habe in der Riegestraße. Ich stand in der Chuppa und ich habe unter mein Haus geguckt und ich habe mir so richtig vorgestellt, wie einfach alle Männer unter die Erde gefallen sind. Das war's. Das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt ein neues Stadium. Jetzt interessant ist, wir sind jetzt kurz vor Purim, morgen früh fängt das Fasten von Esther an und morgen Abend fängt Purim selbst an. Und wir haben ein sehr bemerkenswertes Gebot an Purim. Wir müssen Haman, wir müssen das Verständnis von Amalek, von dem Volk, was uns zerstören wollte, wir müssen uns einerseits daran die ganze Zeit erinnern und wissen, was Amalek wollte. Und andererseits müssen wir das Andenken an Amalek komplett zerstören. Okay? Eine sehr, sehr typisch jüdische Aufgabe. Man muss zwei Sachen, die eigentlich gegenseitig sind, auf einmal erfüllen. Okay? Jetzt, was hat es mit uns heute zu tun, da wir nicht wissen, wer Amalek ist? Und was hat es überhaupt mit dem Eheleben zu tun? Rav Tzadok HaKohen fragt eine bemerkenswerte Frage. Er sagt, Haman,
wo finden wir Hamann in der Teure? Das ist eine Frage, wo man denken würde, ist er historisch einfach nicht ganz dabei. Die ganze Geschichte von Purim passiert zwischen der Zerstörung der beiden Tempel. Die Tora war zu dem Zeitpunkt schon längst abgeschlossen. Also warum sucht er nach Hamann in der Teure? Weil wir haben das Prinzip, dass Tora, das sind die Gene der Welt, und wir können jede Person, die jemals oder jedes Konzept, was jemals auf der Welt passieren wird oder passiert ist, wir können das in der Tora selbst finden. Und tatsächlich finden wir den Namen von Hamann im ersten Abschnitt von der Tora im Bereshit, wenn Adam sich vor Hashem versteckt und Hashem dieses Spiel mitmacht. Das ist so ein bisschen, wenn Kinder sich verstecken. Wissen Sie, wenn das Kind sagt, ah, oh, Mama, siehst du mich? Ah, oh, ich sehe. Und Hashem sagt, wo bist du? Und dann fragt ihn Hashem, hast du von diesem Baum gegessen? Hamin ha'etz. Und dieses Hamin, das heißt Hamann. Jetzt, was lernen wir über Hamann, wenn wir diese Geschichte hören? Wir lernen, dass das, was Hamann und das, was Amalek in diese Welt reinbringt, das ist Zweifel. Okay? Zweifel, Safek. Es ist zu wissen, ist es so oder ist es nicht wirklich so? Es ist immer dieses, auf zwei Stühlen zu sitzen. Habe ich richtig gehandelt, habe ich nicht richtig gehandelt? War das der richtige Partner, war das nicht der richtige Partner? Und Purim ist eine exzellente Zeit, um an sich zu arbeiten und um in sich zu entwickeln, dieses Bewusstsein, dass es Sachen gibt, an denen ich nicht zweifle. Diese Sachen sind bereits entschieden. Okay? Das ist ein Zweifel, den Hamann in die Welt, und das ist auch bemerkenswert, dass Rav Tatz sagt, dass es gibt Worte, die nicht in der Tora sind, Konzepte, die nicht da sind. Zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür wäre Abenteuer. Okay, Abenteuer, das Wort für sich, es gibt ein modern hebräisches Wort, aber das Wort selbst, Abenteuer, ist nicht in der Tora. Warum? Weil dieses Konzept ist nicht echt. Das ist ein Konzept, wo jemand mit seinem Leben spielt, um ein bisschen sich lebendig zu fühlen. Und was sagt Rav Tatz? Er sagt, dass dieses Begriff von Zweifel, von Safek oder Wada, etwas, was sicher ist, diese zwei Konzepte sind auch nicht in der Tora drin. Warum? Weil das sind keine wirklichen Konzepte. Safek ist etwas, wo jemand nicht die Wahrheit weiß. Ja? Wo jemand von der Wahrheit und von der Realität abgeschnitten ist. Tora spielt nicht mit den Begriffen vielleicht, zweifle ich nicht dran. Okay, deswegen es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen an Purim, um sich zu veranschaulichen, wo sind in meinem Leben Zweifel? Zweifel, die mich einfach an meine Entwicklung stoppen. Zweifel, die meine Beziehungen an ihren Entwicklung stoppen. Es gibt Zweifel, die sehr gesund sind und die sehr produktiv sind. Aber sehr viele Zweifel, die sind so ein bisschen paralysierend. Die bringen einen nicht wirklich weiter. Und Purim ist eine ausgezeichnete Zeit, um sich das anzugucken und zu denken, an was in meiner Beziehung zweifle ich? Was stört mich, um in meinem Leben wirklich voranzukommen? So, bis dahin, gibt es irgendwelche Fragen? Etwas, was nicht ganz klar ist? Etwas, wo Sie gerne noch mehr Erklärung wollten? Ja? Nein? Okay, dann gehen wir weiter. Das heißt, was wir bis jetzt gesagt haben, wir haben gesagt, dass die Beziehung zwischen den Ehepartnern ist eine Beziehung, die in einer komplett anderen Liga spielt als alles andere in unserem Leben. Es ist eine Beziehung, das haben wir letztes Mal gesagt, die extrem wichtig ist. Okay, es ist eine Beziehung, die extrem heilig, extrem kadosch. Kadosch meint abgetrennt ist. Das heißt, die Kategorie des Vergleichs mit anderen Beziehungen ist einfach nicht da. Es ist keine Beziehung, die mit anderen verglichen wird, wo ich die ganze Zeit denke, aber vielleicht schicke ich dieses Kleid zurück und nehme ich mir ein anderes Kleid. Nein, das ist nicht etwas, woran wir denken. Wir sagen, sobald es eine jüdische Ehe ist, eine Ehe unter der Chuppa von zwei Hälften, das sind zwei Hälften einer Seele und jetzt ist es die Aufgabe des Lebens, wirklich diese Hälften zu sehen, wie sie sich wirklich miteinander verbinden. So. Dann haben wir die Idee gebracht, dass Zweifel an sich durch das Volk Amalek in diese Welt gebracht wurden. Und sobald es Zweifel sind, die eine Person daran hindern, im Leben weiterzukommen, muss man sich dieser Zweifel bewusst werden und muss man verstehen, sind es Zweifel, die ich wirklich haben möchte. Und Zweifel an dem Kern der Beziehung als solches sind absolut ein No-Go. Vielleicht ein praktischer Rat, ein praktischer Tipp ist es, viele von Kommentatoren, von Rabbinern sagen, es gibt ein Wort, das in einer Familie niemals fallen darf, egal wie schlimm eine Streitigkeit ist. Und wir werden noch in kommenden Stunden über die Regeln davon, wie man streitet, reden. Dieses Wort heißt, kann jemand sich überlegen, was für ein Wort darf in einem Haus eigentlich nie fallen?
Genau, Scheidung. Das ist Scheidung. Super, genau, das ist Scheidung. Okay, und wiederum, wir reden jetzt nicht über Häuser, die um Gottes Willen wirklich nicht gesund sind, wo es Schwierigkeiten gibt. Aber Scheidung, das ist, und das ist möglich, und das ist sogar eine Mitzwa von der Tora aus, wenn es soweit ist, sich scheiden zu lassen. Ja, aber Scheidung, das ist nicht etwas, was eine Option ist. Genauso wie ich mit einem Kind niemals reden würde und ich würde sagen, oh, weißt du was, wenn du dich jetzt nicht gut benimmst, dann werden wir dich in ein Waisenhaus schicken. Das würde man niemals einem Kind sagen. Das ist keine Beziehung, mit der man so spielen würde, wo man sagt, du weißt was, wenn es nicht läuft, dann bist du raus. Okay? Und genau auf einem sehr, sehr ähnlichen Level ist es hier, dass ich sage, meine Beziehung zu meinem Ehepartner ist eine Beziehung, die auf einer gewissen Ebene, ja, mit einem Sternchen, aber die bedingungslos ist. Okay? Ich bin bereit zu geben, eigentlich ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Okay? Jetzt gehen wir ein bisschen einen Schritt weiter. Das Thema von diesem Unterricht wurde angegeben als Erwartung und Bedürfnisse. Es ist wichtig, sich zu veranschaulichen und wirklich tief zu verstehen, dass jedes Bild von einem Konzept baut auf den eigenen Erfahrungen auf. Das heißt, dass mein Bild von einer Ehe baut auf meinen Erfahrungen, wie ich in meinem Leben Ehen erlebt habe. Okay, die wichtigste Ehe, die ich in meinem Leben erlebt habe, war natürlich die Ehe oder ist immer noch die Ehe von meinen Eltern. Das ist etwas, was ich sehr lange schon beobachte und eigentlich fast in allen Einzelheiten schon gesehen habe. Das für mich ziemlich vorhersehbar ist, was jetzt als nächstes passiert. Okay? Aber genauso zum Beispiel Ehen von Leuten, die meine Lehrer sind, die ich in ihren Häusern gesehen habe, am Schabbattisch oder in allgemeinen Situationen. Ehen, die ich in Filmen gesehen habe. Das sind alles Sachen, die in meinem Ordner im Kopf drin stehen. So funktioniert eine Ehe. Das ist das, was dabei rauskommt. Das heißt, wenn ich in einer Situation getriggert werde, wenn ich, das ist das deutsche Wort, wenn ich, jemand hält mir, was heißt Trigger auf Deutsch, wenn jemand mich reizt, okay, auf eine bestimmte provoziert. Art und Weise. Provoziert vielleicht. Provoziert, genau. Wenn jemand mich provoziert oder reizt auf eine bestimmte Art und Weise, hole ich den Ordner aus, wo steht, so antwortet eine Frau einem Mann, okay, und dann meistens werde ich diese Situation abspielen. Jetzt, unsere Rabbiner sagen Folgendes, und wir werden dieses Thema in drei Schritten durchnehmen. Sie sagen erstens so, genauso wie wir zwei Tempel hatten und der dritte noch aufgebaut wird, so ungefähr auf diesem Level müssen wir probieren, unsere Ehe zu sehen. Der erste Tempel ist zerstört worden, der zweite und der dritte Tempel ist meine Ehe. Was sind diese zwei Tempel, die zerstört werden müssen in einem gewissen Sinne? Das sind die Ehen, die Ehe jetzt von meiner Seite, von meinen Eltern und die Ehe von der Seite meines Mannes. Das ist um Gottes Willen nicht zerstört. Aber ich muss mir vorstellen, dass das, was ich in meinem Haus gesehen habe und das, was ich, und jetzt kommt ein sehr gefährliches Wort, als normal ansehe, nicht unbedingt normal ist für meinen Ehepartner, weil er etwas anderes erlebt hat, weil für ihn etwas anderes normal ist und dieses Wort eigentlich absolut gar nichts bedeutet. Okay? Deswegen ist es wichtig für mich zu verstehen, es kann denn, dass es Konzepte gibt, dass es Sachen gibt, die ich gerne aus meinem Elternhaus in mein Haus reinbringen würde. Das ist hundertprozentig so. Und es kann sein, dass es Sachen gibt von dem Haus, wo mein Mann aufgewachsen ist, die wir beide in unser Haus reinbringen werden, aber das ist nicht automatisch. Viele Sachen werden wir liegen lassen. Ja, weil viele Sachen werden im Widerspruch sein. Es kann sein, dass dort ein kultureller Widerspruch ist. Ja, zum Beispiel, wir sind ein gutes Beispiel, obwohl wir beide in post-sowjetischem Raum aufgewachsen sind und wir kennen dieselben Lieder. Unsere Kinder machen sich immer lustig über uns. Sagen, Mama, Papa, wie viele Lieder kennt ihr noch von irgendwelchen Cartoons, von noch irgendwelchen, wie viele Zitate kennt ihr noch, wie viele Witze? Das kann doch gar nicht, irgendwo muss das enden. Aber wir sind an gemeinsamen Kulturerbe, weiß nicht, wie man das nennt, aufgewachsen. Und trotzdem, dadurch, dass ich aus Kiew komme und mein Mann aus Usbekistan, das sind zwei Welten. Ja, zwei Welten, in denen wir aufgewachsen sind. Das heißt nicht, dass eine Welt richtig ist und die andere Welt falsch ist, aber zwei unterschiedliche Welten. Und bis ich gelernt habe, dass alleine, wo Usbekistan geografisch ist, ungefähr dort, so weit ist es auch weg, indem wir die Menschen dort miteinander umgehen, was dort üblich ist, was dort normal ist. Und ich sage jetzt gar nicht von der Küche aus, was für wahnsinnige Sachen sie dort kochen, die ich immer noch nicht gelernt habe, überhaupt auszusprechen. Okay? Aber das ist das, was dort normal ist. Und
für uns oder für jedes Ehepaar ist es dann der Weg, für sich zu definieren, was erwarte ich eigentlich von meinem Partner und was erwartet er von mir? Und meistens werden diese Bilder sich nicht wirklich decken. Okay? Das heißt, nein, mein Mann ist kein bucharischer Jude, mein Mann ist ein Aschkenazer, seine Familie ist im Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine nach Usbekistan, wie viele geflohen. Ja, und trotzdem, sogar diese 50 Jahre des Einflusses von so einem Land haben einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Ein super Unterschied, okay? Aber trotzdem, es ist etwas, was ungewöhnlich ist. Es ist etwas, was man verstehen muss. Ja, als mein Mann mir erzählt hat, was zum Beispiel in Usbekistan, was es bedeutet, ältere Menschen zu ehren. Okay? Ich habe das so nie gesehen und so nie erlebt, was Gastfreundschaft bedeutet. Dass es in jedem Haus ein Tablett gibt, was man extra nur Gästen serviert. Es gibt dort bestimmtes Gebäck, was nur für Gäste vorbereitet wird, bestimmtes Geschirr. Das ist Respekt, was man den Gästen gegenüberbringt. Ich habe das in Kiew nie so erlebt. Okay, Gäste kommen, du servierst, was du hast. Wenn du nicht hast, dann ist es so. Okay, jetzt, was wir sagen, dass jeder kommt in eine Beziehung mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Verständnissen, die meistens auf dem aufbauen, was in seinem Haus üblich war. Sehr viele von diesen Verständnissen haben damit zu tun, was für eine Rolle Mann und Frau spielen. Okay, für jemanden, ich bin damit aufgewachsen, dass es normal war, dass am Sonntag man Möbel hochstellt und Papa wird Staubsauger. Das ist normal, das ist der Sonntag in unserem Haus. Okay, in anderen Häusern hat der Papa nie den Staubsauger in seinem Leben angefasst, weil Männer nie putzen, okay? Weil das normal ist. Okay? Und wenn dann ein Mann, der in so einem Haus aufgewachsen ist, im Haus putzt, das ist etwas Außergewöhnliches. Er kommt der Frau entgegen. Für die Frau ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber für sie zu verstehen, was er dort wirklich macht, ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Okay, das heißt, das, was wir sagen, ist, dass unsere Erwartungen, und Robert Wirsky sagt es wunderschön, das hört sich auf Englisch, und ich werde das übersetzen, sehr, sehr glatt an. Er sagt, dass Expectations are Resentments under Construction. Dass unsere Erwartungen, das sind Frustrationen im Aufbau. Okay, ich erwarte von dir das, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wer sagt, dass die andere Person erstens diese Erwartung überhaupt kennt? Weil meistens Frauen denken, dass Männer oder überhaupt Menschen, aber sehr oft sind es Frauen, denken, dass Männer einfach erraten müssen, was sie gerne haben. Okay, weil das gehört zu einer Beziehung, dass sie einfach weiß, was sie gerne wollen. Woher soll er das wissen? Ja, und was ist falsch daran, dass ihm einfach zu sagen, weißt du, mir ist das und das wichtig. Ich sehe das als wertvoll. Mir tut das weh, mir passt das nicht, mich beleidigt das. Okay, das heißt, vieles liegt in der Kommunikation und im Spiel dabei, also von zwei Menschen mit und zueinander, um zu verstehen, ist meine Erwartung wirklich überhaupt irgendwo in der Realität drin? Das heißt, die Art und Weise, dass ich mir fantasiere oder jede von uns sich fantasiert, ich hätte aber gerne, dass mein Mann das und das macht. Was hat es mit der Realität zu tun? Ist es nicht einfach ein Fantasieschloss, was ich mir aufgebaut habe, was aber mit der Persönlichkeit von diesen Menschen vielleicht nichts zu tun hat? Okay? Jetzt. Das zweite Bild, was sehr oft unsere Erwartungen oder auch unsere Erwartungen abfärbt, das sind die Medien. Wir sehen einfach in dieser Generation extrem viel von Beziehungen von anderen oder von etwas, was als Beziehungen uns vorgespielt wird. Das heißt, stellen Sie sich vor, wir würden diese Konversation jetzt mit allen 64 Frauen, die da sind, wir würden diese Konversation vor 300 Jahren führen. Wir würden in einem Städtel irgendwo in Polen sitzen, keine Ahnung, mit Gebäck auf dem Tisch, und wir würden dieses Thema besprechen. Wir würden in unserem Leben wahrscheinlich gar nicht mehr als diese 64 Frauen überhaupt kennen oder in diesem Jahr gesehen haben. Ja, weil einfach das Leben anders war. Heute ist es einfach auf meiner Hand hier drauf. Ich gehe zweimal so und ich sehe Leben von Tausenden von Menschen. Ja, ich gucke mir in Filmen etwas, was als reales Leben mir verkauft wird, Beziehungen von anderen Menschen an. Und ich denke, vielleicht ist das normal so. Vielleicht ist das, was mir dort gezeigt wird, wirklich das, was ich in meinem Leben sehen sollte. Und wenn das dann um Gottes Willen so nicht passiert, dass beim ersten Kuss nicht irgendwelche Rosenblätter von unten runterregen, denke ich mir, vielleicht ist etwas falsch. Das heißt, wir sind mit so viel, wenn ich das mal so nennen darf, Pseudoromantik aufgewachsen. Und wenn dann diese Romantik in unserem Leben so nicht ganz sich realisiert oder nach einer Zeit nicht ganz
so wirklich zur Realität wird. Wir sind frustriert, weil das ist wiederum ein Teil von unserer Erwartung. Ja, aber ich habe dieses Bild, Julia Roberts damals oder Titanic, die stehen dort am Schiff. So, wann stand ich das letzte Mal mit meinem Mann an irgendwelchem Schiff? Es ist schon länger her, wenn überhaupt. Okay? Das heißt, ich muss mir überlegen und ich muss mir einfach bewusst in meine Realität reinziehen. Das, was ich für normal in einer Beziehung ansehe, ist es normal? Ist es etwas, was einer gesunden Erwartung entspricht? Oder ist es einfach etwas, was ich attraktiv finde? Etwas, was einfach nur schön aussieht? Okay? Und ich mache immer, wir haben meistens sehr, sehr viele Gäste für Schabbat-Mahlzeiten, zu Hause jetzt nicht, aber normalerweise schon. Und ich sage unseren Gästen, wenn die Gänge von dem Essen reinkommen, ich sage so, wisst ihr was? Wir essen jeden Abend so. Das ist total normal bei uns und alle lachen. Weil das stimmt. Ja, manche Sachen sind einfach nicht, und wir essen tatsächlich jeden Freitagabend so, aber nicht am Mittwochabend. Am Mittwochabend serviere ich keine 5 Gänge, ja, weil das nicht die Normalität ist. Deswegen ist es wichtig, sich vorzustellen, was für Teile von der Ehe und von meiner Erwartung von der Ehe, was habe ich mir dort aufgebaut? Kann es sein, dass meine Frustrationen darauf aufbauen, dass meine Erwartungen einfach nicht ganz hier auf der Erde sind, sondern irgendwo im Hollywood geplant worden und wirklich nie real werden können, weil kein Mensch lebt so. Kein Mensch lebt im ewigen Zustand verliebt sein. Wenn eine Frau jedes Mal Bauchkribbeln bekommen würde, wenn ihr Mann nach Hause kommt und jedes Mal in Ohnmacht fallen würde, dass er irgendwas sagt, so wie bei den ersten 5 Treffen, wo sie ihn gekannt hat. Ein normales Leben wäre so rein chemisch vom Körperlichen, es wäre nicht möglich. Okay? Deswegen ist es wichtig, sich vorzustellen, was erwarte ich wirklich? Was von diesen, was aus dem ganzen Bild, was ich mir aufgebaut habe, was kommt aus meinem Elternhaus? Was kommt aus dem Elternhaus von meinem Mann? Und welche Aspekte von dieser Beziehung, von diesen wichtigen und Basisbeziehungen in meinem Leben, was davon werde ich mitnehmen? Ich werde ein Beispiel bringen. Ich habe neulich mit jemandem geredet und wir haben darüber gesprochen, was Respekt ist in der Ehe. Und die Person hat mir gesagt, ich weiß gar nicht, was Respekt ist. Und das höre ich so, so oft. Ja, weil ich nie Respekt in meinem Haus gesehen habe. Meine Mama ist nie respektvoll mit meinem Papa umgegangen. Okay? Wie soll jemand respektvoll umgehen, wenn er dieses Benehmen nie im echten Leben nie wirklich gesehen hat? Und man sieht diesen Aspekt. Ich habe neulich meinen Kindern, den kleinen Kindern, verboten, Pepperwoods zu sehen. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, ob sie kleine Kinder haben. Peppa Pig. Okay? Der Papa dort in diesem Cartoon von Peppa Pig, der Papa wird einfach so respektlos von absolut allen in der Familie behandelt und vor allem von der Mama Woods. Okay? Und das ist nicht etwas, was ich gerne möchte, dass meine Kinder sehen, dass es normal ist, mit dem Papa oder mit der Mama so auf diese Art und Weise umzugehen. Okay? Das ist nicht etwas, was ich gerne in meine Familie reinbringen möchte. Jetzt, wir sind alle erwachsene Frauen, bereits in unserem Leben einiges gesehen. Und es ist extrem wichtig, sich vorzustellen, wenn in mir eine Frustration aufkommt, ich hätte das aber gerne anders, dass man versteht, aber woher kommt es? Warum erwarte ich zum Beispiel, dass mein Partner mein bester Freund ist, der beste Papa für meine Kinder ist, auch der Psychologe im Haus, dass er ein Koch ist, dass er putzen kann, dass er auch natürlich nebenbei gutes Geld verdient, immer gut aussieht, sportlich, da. Ist es überhaupt realistisch, das alles in einer Person zu sammeln? Okay, und ist er das? Warum erwarte ich von ihm alle diese Sachen? Und es kann sein, dass meine Erwartungen berechtigt sind, aber es kann sein, dass meine Erwartungen einfach ein Fantasieschloss sind. Etwas, was ich mir ausgedacht habe, was ich gerne hätte, aber was mit der eigentlichen Realität sehr, sehr wenig zu tun hat. Jetzt, wir kommen im Unterricht eigentlich jetzt schon fast zu Ende. Ich hätte gerne, dass Sie eine Aufgabe machen, bevor wir für uns alle die Bedürfnisse ausformulieren, die Erwartungen ausformulieren. Ich hätte gerne, dass Sie Stift und Papier nehmen und jetzt, wenn der Unterricht vorbei ist, wirklich direkt nach dem Unterricht sich hinsetzen und dass Sie sich Ihre Bedürfnisse aufschreiben. Okay? Meine Bedürfnisse, nicht meine Bedürfnisse in der Ehe, überhaupt alle Bedürfnisse, die ich in meinem Leben habe. Okay? Alle Bedürfnisse. Von den ganz einfachen physikalischen Bedürfnissen zu intellektuellen Bedürfnissen. Ich habe zum Beispiel Bedürfnisse,
erwachsene Konversationen zu führen und mit intelligenten Menschen zu tun zu haben. Das ist ein Bedürfnis von mir. Okay, ich habe ein Bedürfnis, keine Ahnung, gepflegt zu sein. Ich habe ein Bedürfnis, verstanden zu werden. Ich habe ein Bedürfnis, mich gut zu ernähren, mich zu bewegen, mich wirklich. Setzen Sie sich hin und schreiben Sie sich bitte auf alle Bedürfnisse, die Sie haben. Okay? Danach schreiben Sie neben jedem Bedürfnis, was für eine Art von Bedürfnis das ist. Okay? Viele von uns wissen das so in der Art, was wir brauchen, aber nicht wirklich ausformuliert. Und wie wir im Unterricht letztes Mal gesagt haben, ich finde, das ist eine wahnsinnige Sache, ist für sich Sachen aufzuschreiben und zu definieren. Sie schreiben neben dem Bedürfnis und Sie machen eine oder auch mehrere Kategorien neben dem Bedürfnis. Das kann sein, es ist etwas Körperliches. Okay, mein Körper braucht es. Mein Körper braucht Schlaf. Okay, das ist ein Bedürfnis von mir. Okay, mein Körper braucht manchmal Mittagsschlaf, okay, weil ich sonst den Tag nicht schaffe. Okay, es kann ein körperliches Bedürfnis sein, es kann ein spirituelles Bedürfnis sein. Zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis, neue Sachen zu lernen. Okay, es ist ein spirituelles Bedürfnis. Es kann auch gleichzeitig ein intellektuelles Bedürfnis sein. Okay, ich habe es notwendig, neue Sachen kennenzulernen, neue Sachen zu sehen, mit Menschen zu tun zu haben, die Quellen von neuem Wissen sind. Mein Mann macht sich immer lustig über mich, weil ich immer irgendwelche Kurse mir kaufe und ja alles anhören möchte. Ich möchte verstehen, wie die Schilddrüse funktioniert, wie der menschliche Körper gebaut ist. Ja, ich habe dieses Bedürfnis. Ich möchte verstehen, wie der Mensch aufgebaut ist. Das ist ein intellektuelles Bedürfnis von mir. Okay, und dann gibt es emotionale Bedürfnisse. Okay, ich möchte verstanden werden, wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht. Ich möchte, keine Ahnung, ich möchte meine Gefühle frei ausdrücken können. Ich möchte was auch immer. Okay? Das heißt, eben auch zuerst ganz einfach frei drauf los. Ich habe ungefähr 70 bis 80 Bedürfnisse, okay, auf meiner Liste drauf. Das heißt, das sind Sachen, die ich in meinem Leben brauche. Okay, jetzt Sidepoint ist, das ist extrem wichtig, jetzt besonders jetzt im Lockdown, sich um die Bedürfnisse zu kümmern, weil die Bedürfnisse werden nicht meistens von alleine von jemand anders ausgeführt. Okay, das heißt, ich kümmere mich um die, zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis, keine Ahnung was, gepflegt zu sein. Okay? Kein Mensch wird sich darum kümmern, es sei denn, ich kümmere mich darum. Und wenn dieses Bedürfnis nicht ausgeführt ist, werde ich frustriert sein. Okay? Ich schreibe mir alle Bedürfnisse auf. Danach werde ich diese Bedürfnisse in eine Kategorie setzen, weil so verstehe ich ein bisschen konkreter, was wirklich das ist, was dahinter steckt. Und dann kommt das Wichtigste. Danach, hinter dem Bedürfnis, schreiben Sie auf. In wessen Verantwortungsbereich fällt dieses Bedürfnis? Okay? Wessen Verantwortung ist es, dass dieses Bedürfnis, mein Bedürfnis, jetzt komplett gemacht wird? Dass dieses Bedürfnis, keine Ahnung, wie man das sagt, ausgeführt wird? Okay? Sie schreiben, welche Art von Bedürfnis ist es und wessen Verantwortung ist es, dass dieses Bedürfnis ausgeführt ist. Und dann lassen Sie diese Liste einfach liegen, gucken nach ein paar Tagen, dann reden wir nächstes Mal darüber, was Sie mit dieser Liste weitermachen. Ist die Hausaufgabe so ein bisschen klar? Ja? Super. Okay, gibt es sonst irgendwelche Fragen, Überlegungen, Ideen, etwas, was Sie gerne mit allen teilen möchten oder sonstige? Möchte jemand ein Lied vorsingen? Irgendwelche Ideen? Nein? Ich habe Gedanke, soll mein Mann das auch aufschreiben? Weil genauso wie ich auch meine Bedürfnisse sagen soll, genauso soll er auch sagen. Ich kann das auch nicht unbedingt beraten, was er möchte. Das würde mir helfen, wenn er das auch aufschreibt. Ja, ich glaube, das ist, erstens vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist eine exzellente Frage. Soll der Mann das auch aufschreiben? Also ich rede im Moment zu den Frauen und ich kann nur ihnen Aufgaben geben. Ob sie denken, dass sie ihrem Mann gerne auch so eine Aufgabe geben würden oder sie das gerne mit sich gegenseitig besprechen möchten, ich glaube, das ist total toll. Erwartungsgemäß, da ich diesen Kurs schon mehrmals gemacht habe, ist es so, dass Männer große Schwierigkeiten damit haben, ihre Bedürfnisse oder mehr als drei Bedürfnisse aufzuschreiben. Für sie ist es meistens sehr klar, was sie brauchen und das kann man in 3 Sekunden rausbekommen. Man kann das sicherlich machen. Ich habe meinem Mann damals, als ich
die Liste aufgeschrieben, mir die Liste zugeschickt. Er war zutiefst geschockt und überwältigt, aber so ist es. Ich denke, es ist sicherlich ein gutes Gespräch, was man führen kann. Ich wäre damit ein bisschen vorsichtig, weil nicht jedermann möchte so gerne alles unbedingt. Das ist auch wiederum ist etwas, was wir von Männern erwarten, weil so reden wir mit anderen Frauen. Wir reden miteinander gerne und wir erzählen alles von uns. Nicht jeder Mann und schon manchmal nicht unbedingt seine eigenen Frau gegenüber kann er zugeben. Das tiefste Bedürfnis, was er hat, sich manchmal, keine Ahnung, was auszuweinen, wird er vielleicht manchmal unbedingt der eigenen Frau so offen und vielleicht auch sich selbst nicht unbedingt so offenlegen. Aber man kann das vorsichtig ansprechen, ob man das wirklich ob der Mann Lust darauf hat, eine eigene Liste zu schreiben und diese Liste dann so gegenseitig die zu besprechen, sie zu teilen und zu schauen, wie das so ist. Ja? Noch irgendwelche Fragen, Gedanken, sonstiges? Nein? Ich werde jetzt in den Chat reinsetzen. Ich habe letztes Mal Ihnen den falschen Link zu der Telegram-Gruppe gesetzt, wo ich alle Links poste, wenn ich irgendwo unterrichte oder irgendwelche Ideen zu dem, was wir gelernt haben oder auch die Aufnahmen. Ich glaube, jetzt das, was ich in den Chat reingeschrieben habe, ist der richtige Link. Sie können sich gerne das zuschalten. Da gibt es manchmal interessante Sachen, die ich einfach zum Thema poste oder irgendwelche extra Aufgaben, die ich empfehle, etwas, was vielleicht gut wäre, darauf zu achten oder manchmal sich einfach so in drei Zeilen sich an etwas zu erinnern. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, unsere Bedürfnisse aufzuschreiben, diese Bedürfnisse in eine Kategorie zu setzen und dann dahinter aufzuschreiben, wessen Verantwortung ist, dass dieses Bedürfnis jetzt ausgeführt wird, dass dieses Bedürfnis vollgemacht wird. Und dann darauf zu achten, dass man eigentlich nicht zu viel dort an jemand anderen abgeben soll oder überhaupt kann. Okay, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, ich bin noch da. Hier war eine Frage, Moment. Welche Art sind die intimen Bedürfnisse? Sind das physische oder emotionale? Ja, wir können ja die Frage mal öffnen. Intime Bedürfnisse, sind das physische oder emotionale? Man kann ja beides aufschreiben. Man kann auch sagen, das ist sehr spirituelle Bedürfnisse, also intellektuell wahrscheinlich weniger, aber das kann auch etwas sehr, sehr Spirituelles sein. Okay, das heißt, das intime Leben, das ist eigentlich fast der einzige Bereich, wo man die Verantwortung mit jemand anderem teilen würde. Aber das ist etwas, was sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Das ist ein Unterricht, den wir wahrscheinlich, ich schätze mal, als den 7. oder vielleicht den 8. Unterricht machen werden, ohne eine Aufnahme und ohne einen Stream im Facebook. So, irgendwelche Gedanken noch? Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Bitte, bitte, und das ist ein Teil, glaube ich, des Selbstrespekts, setzen Sie sich hin und lassen Sie sich Zeit, um diese Aufgaben zu machen. Es ist extrem, weil man denkt, ja, aber ich habe noch die Wäsche und ich muss jetzt noch das und machen und das erledigen und für morgen, es ist Purim, ich muss mich nochmal dort machen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Rav Salanter sagt es. Er sagt, dass es ist möglich für eine Person, 70 Jahre mit sich zu verbringen, ohne sich kennenzulernen. Und es ist für unsere Generation mehr wahr als jemals zuvor, weil wir wirklich mit Milliarden von anderen Sachen beschäftigt sind, mit anderen Menschen, mit anderen Leben, mit anderen Beziehungen. Es ist so leicht, sich abzulenken und sich wirklich Respekt zu erweisen, zu sagen, meine Bedürfnisse, meine Entwicklung, meine Bildung, mein Glück, okay, das ist nur in meinen Händen und ich lasse mir genug Zeit, um das wirklich zu machen. Und wirklich alle, absolut alle in ihrem Leben werden davon profitieren, dass es ihnen gut geht und dass sie wirklich Zeit in sich investieren. So, es gab ja noch Kommentare im Chat. Sollen die Bedürfnisse der Prioritäten sortiert werden? Ja, das ist eine super Idee, wenn man das wirklich machen kann. Ich habe das jetzt nicht als Teil der Aufgabe gemacht. Es ist leicht, dass ich habe diese Bedürfnisse wie alle Sachen, die mir wichtig sind, einfach als eine Notiz in meinem Telefon. Wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich diese Liste durch und schaue, was durchhängt, warum ich so jetzt traurig oder verärgert oder einfach frustriert bin. Und dann kann man leicht dort auch die Prioritätenordnung machen. Ich finde, dass es in vielen Sachen sehr schwierig ist, diese Ordnung zu schaffen, weil was ist wichtiger, zu essen oder zu schlafen, okay? Hände oder Füße, was werden wir behalten? Aber
so ungefähr zumindest Kategorien zu schaffen für das, was, was lebensnotwendig ist und wirklich zu verstehen, dass für viele Frauen qualitativ hochwertige Kommunikation ist, ist eine lebensnotwendige Sache. Ohne das können sie nicht wirklich gut funktionieren. Wenn es nicht da ist, man sieht es wirklich an der Qualität von allem. Ich schaue noch jemand. Ja, schwierig. Ja, es ist schwierig. Aber es ist okay. Keiner hat versprochen, dass es leicht sein wird. Und die meisten Sachen im Leben, die wertvoll sind, das sind Sachen, die ein bisschen schwieriger sind. Eine Frage. Ja, Rachel Kaniewski hat eine Frage. Ich wollte fragen, kommen wir noch hoffentlich später zu dem Teil, wie verstehen wir überhaupt die Bedürfnisse von unseren Männern, beziehungsweise wenn man feststellt, man versucht zu kommunizieren für die Bedürfnisse, wo man denkt, dass es der Mann dafür verantwortlich ist, aber irgendwie klappt es nicht. Also werden wir noch irgendwie lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht, um den Mann auch besser versteht, warum das zum Beispiel nicht funktioniert, wenn man kommuniziert. Ja, das ist eine super Frage. Ich wollte mein Konzept war darauf aufbauen, dass wir zuerst unsere Bedürfnisse verstehen und schauen, wie realistisch ist es, dass wir die Erwartung haben, sehr oft, dass diese Bedürfnisse von unserem Mann, ohne dass wir es sagen, verstanden werden und auch ausgeführt werden, dass wir verstehen, dass eigentlich für keine unserer Bedürfnisse dann die Verantwortung trägt, weil wir meistens erwachsene, große Mädchen sind, die selbst uns die meisten Sachen erfüllen sollten. Okay, und wir erwarten nicht. Aber sicherlich im zweiten Schritt werden wir schauen, wie wir die Bedürfnisse unserer Ehemänner kennenlernen und verstehen und was dann passiert, wenn es zu einer Konfliktsituation kommt, wenn diese Bedürfnisse aneinander geraten, wie wir diese Konflikte wirklich produktiv und schön lösen. Ja, das werden wir sicherlich machen. Aber es fängt alles bei uns an. Okay? Ja. Bevor ich mich selbst nicht gecheckt habe und nicht verstanden habe, was ich brauche, okay, und am besten nicht meinen Tank aufgefüllt habe und gesagt habe, okay, ich habe mich um meine Bedürfnisse gekümmert, jetzt kann ich ein Mensch nach draußen sein. Es ist sehr schwierig, mit eigenen nicht erfüllten Bedürfnissen überhaupt die andere Person zu bemerken, geschweige denn die Bedürfnisse von dieser Person wirklich zu sehen. Also ich vermute, wir reden auch darüber, dass wir einige Bedürfnisse, für die wir verantwortlich sind, möglicherweise auf die Ehemänner übertragen. Habe ich das so ungefähr die Vermutung? So ungefähr ist es auch. Es geht sich so vieles letztendlich in der Beziehung von zwei erwachsenen Menschen um das Selbstbewusstsein, was man hat und inwieweit man bereit ist, die Verantwortung für das eigene Leben wirklich zu übernehmen und inwieweit ist man noch in irgendwelchen kindlichen Fantasien davon, dass jetzt ein Ritter kommt und mich retten wird. Okay, die meisten Sachen, die unsere Bedürfnisse sind und ich werde das einfach give it away, das ist absolut unsere Verantwortung. Der Mann hat dort gar nichts. Wenn er dort mithelfen kann und mithelfen möchte, das ist super. Okay? Einige Sachen zum Beispiel wie unsere intimen Bedürfnisse, das ist etwas, was ich nicht outsourcen kann außerhalb der Ehe. Ich kann, das geht einfach per Definition nicht. Aber viele andere Sachen kann ich ja. Und ich muss schauen, ist es tatsächlich so, dass mein Mann die beste Adresse ist, um diese Gäste. Es ist genauso wie ich, wenn ich eine Teigmaschine kaufe. Ich erwarte nicht, dass diese Teigmaschine auch ein Mixer ist, auch ein Staubsauger, auch ein Helikopter und auch meine Tickets in den Urlaub buchen kann. Das ist eine Sache für etwas Spezielles. Und genauso muss man sich vor Augen führen, einfach, wofür ist diese Beziehung da und was sind einfach nette Extras, die dazukommen werden. Aber eigentlich, das hat so nichts dort zu erwarten. Wenn diese Person freiwillig diese Aufgaben übernimmt, super, das ist sehr, sehr persönlich alles geregelt. Aber kann wirklich sagen, das ist normal. Ich erwarte von dir, dass in einer normalen Ehe jeder Partner, jeder Mann für seine Frau die Maniküre-Termine macht. Nein, das ist nicht etwas, was man normalerweise erwarten würde. Wenn er das gerne machen möchte, kann er das machen. Aber es hat sehr, sehr viel, wie Sie gesagt haben, absolut richtig. Es hat sehr, sehr vieles mit Erwartungen zu tun. So, ich glaube, wir sind für heute fertig. Es sei denn, Sie haben noch irgendwelche Fragen. Ansonsten, Sie können mich immer auf Telegram anschreiben. Ich glaube, die
meisten haben auch meine Nummer oder Hannah kann die Nummer geben, wenn etwas dringend ist oder überhaupt, wenn sie gerne reden möchten und ich gerade auch reden kann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier zu lernen, bekannte Gesichter zu sehen, überhaupt erwachsene Gesichter zu sehen. Diese Tage, das ist schon eine super tolle Sache für mich. Auch ich bin jetzt gerade in meinem Büro, mein Haus zu verlassen. Mein Mann kocht übrigens gerade für Purim. Das ist eine super Sache. Jeder Grund, den man haben kann, um die Kinder nicht ins Bett zu bringen, das ist alles exzellent. Deswegen danke, dass Sie mir diese Möglichkeit gegeben haben und wir sehen uns dann nächste Woche. Machen Sie es gut. Ciao. Super, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Purim Sameach an alle. Und viel Freude bei sich selber kennenlernen, entdecken und an uns arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Purim Sameach. Und guten Fasten.